der Triforce der Weisheit, Link. Der teuflische Hexenmeister Ganon besitzt den Triforce der Macht. Derjenige, der beide Triforce besitzt, wird für immer der alleinige Herrscher über dieses Land sein. Du musst mir helfen. Hey, für euch mache ich doch alles, Prinzessin. Wirklich einsame Spitze, du Held! Hey, ich tu mein Bestes, Prinzessin! Der Aufstand der Moblins. Junge, bin ich heute gut. Es war nicht unser Fehler. Sie haben uns behindert. Die dummen, blöden Goraya standen überall nur rum. Ja, so war es. Sie behinderten uns, sprangen durchs Fenster direkt auf uns drauf. Eure Dummheit und Unfähigkeit, einen Plan durchzuführen. Ja! Oh, das war nicht fair. Das war sein dummer Plan. Stimmt, das war sein Plan. Wir hätten uns stattdessen von unten aufseilen können. Ja, wir haben keine Chance. Ganon ist der Boss. Wir müssen seinen Befehlen gehorchen, oder? Warum? Wir können das viel besser. Wir schmeißen ihn raus. Ja, gute Idee. Und ich weiß auch genau, wie wir das machen. Kommt mal her. Ah, mein Beutestab ist endlich einsatzbereit. Ich werde ihn gleich mal testen. Nun, wer meldet sich freiwillig, um mir beim Testen meiner neuesten Erfindung zu helfen? Wenn ihr wollt, dann bist du der Freiwillige. Es funktioniert total unangreifbar durch Zauberei und absolut unzerstörbar. Erstaunlich, Meister, ist die Blase tatsächlich absolut unzerstörbar. Mit einer Ausnahme. Der Triforce der Macht! Das ist genau das Richtige, um Zelda einzufangen und kein Zauber außer meinem kann sie befreien. Ich stelle fest, mein Plan ist perfekt. Denkst du, Ganon? Wir können auf deine Pläne verzichten. Und jetzt haben wir dich. Das wirst du bereuen. Verdammt. Verdammt. Ich komme hier nicht raus. Lass mich raus. Du wirst dafür bezahlen, du Verräter.
Vergiss es, Boss! Wir übernehmen den Laden! Und du fliegst raus! Nein, nein! Nicht in den Höllensturm! Nein! Er ist weg! Ihr könnt rauskommen! Ja! Es liegt jetzt an uns. Wir müssen genau planen. Hier, einmal. Und lass es nicht fallen, kapiert? Nicht was? Fallen lassen. Naja, wenn er unbedingt meint. Hm? Oh nein, jetzt weiß ich, was Ganon an uns Moblins hat. Verdammt! Wenn ich diese Verräter erwische, was haben sie nur vor? Es ist nie wieder unser Gefängnis. Es gehört davor von uns. Nehmt es und bringt es an einen anderen Ort. Sieh, sieh, wir haben gesiegt. Die alte Zeit ist jetzt Vergangenheit. Wir sind jetzt die Herrscher der Unterwelt. Und die erste Aufgabe, die wir haben, ist, Rache zu nehmen an Link und Zelda. Wow. Und weiter. Naja, ich bin da gelegen und dann plötzlich hörte ich am Fenster diesen Knall. Mein Gott, du erzählst zum ersten Mal eine wahre Geschichte. Hey, eine Nachricht. Darauf steht, Prinzessin Zelda, ergebt euch oder wir zerstören alles. Unterzeichnet die Bruderschaft der Unterweltmonster. Link, sieh dir das mal an. Oh oh. Prinzessin? Das sieht mir ganz nach einem harten Arbeitstag aus. Ganons Monster haben die Burg umstellt. Aber wo ist Ganon? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Ich habe das Gefühl, dass Ganon auch in Problemen steckt. Au, verdammt, ich falle immer noch weiter. Keine meiner Zauberkräfte kann diese Blase durchdringen. Aber vielleicht, das ist es. Meine Zauberkraft wirkt immer noch innerhalb dieser Blase. Ich mache einen Ballon, der mich wieder nach oben trägt. Ja, ja, es funktioniert. Ich steige wieder auf. Und bald werde ich Rache nehmen. Okay, ihr hört auf mein Signal, verstanden? Wir gehen hin, brechen das Schlosstor auf. Wenn ich dieses Signal gebe... Nein, wartet, es ist zu früh. Nicht jetzt. So wartet doch, hört mir nicht. Anhalten! Idiotischen Schwachköpfe! Warte, Link! Wir brauchen keinen Helden, um diesen Angriff abzuwehren. Wir brauchen selbst dich nicht dazu. Hä? Was soll das schon wieder heißen, Prinzessin? Sieh doch mal da drüben! Wir zeigen ihnen, dass wir es ernst meinen. Macht euch fertig, das Schloss zu beschießen! Die Oktobomber werden es ihnen besorgen. Feuer frei! Ups, dieser Job ist schwerer, als ich dachte.
Jetzt weiß ich, was ihr gemeint habt. Diese Dummköpfe bekämpfen sich selbst. Komm jetzt, lass uns herausfinden, was mit Ganon los ist. Und ich habe es noch zu dir gesagt. Warum sollte ich auch auf einen Strohkopf wie dich hören, ha? Strohkopf, sag das noch mal, du Kartoffelhirn. Also, wenn ich sage, Feuer! Na, doch nicht! Moblin, das ist der dümmste Angriff, den Ganon je gemacht hat. Nicht Ganon, wir haben ihn verjagt. Wir sind jetzt verantwortlich. Ganon ist weg? Wir holen Ganons Triforce. Kommt schon, es gibt einen alten Unterwelteingang im Burgverlies. Ups, Entschuldigung, hab ich was vergessen. Ich hab's bald geschafft. Bald kommt meine Rache. Mist, wie armselig. Die ganze Unterwelt ist ausgestorben und Ganon ist weg. Das macht einen Helden zum Frührentner. Oh. Ah, Link! Ein Dodongo! Ihr habt unser Leben gerettet. Küsst mich. Gehen wir. Es war ein Versuch wert. Der Triforce der Macht. Endlich habe ich beide Triforce und unser Königreich wird für immer sicher sein. Und ich werde meinen Job verlieren. Lass die Finger davon! Der Triforce gehört mir. Ich habe ihn ehrlich gestohlen. Mist, mein Zauber funktioniert nicht. Oh, er funktioniert nicht, was? Jetzt werden wir ein bisschen Spaß haben, Prinzessin. Lass mich runter, du eingebildeter Wurm. Link, hör endlich damit auf. Wir nehmen den Triforce und verschwinden von hier. Ach, kommt schon, Prinzessin. Beruhigt euch. Hier, fangt den Ball. Oh. Oh. Ja. Au. Au. Oh. Oh. Ups. Na, das war ja wohl ein Fehler. Normalerweise würde ich euch jagen, ihr menschlicher Abfall. Aber es gibt andere, mit denen ich abrechnen muss. Aufstellung, Aufstellung! Wir probieren es nochmal! Nein, nicht schon wieder! Ich will nicht mehr! Schluss aus! Ich habe keine Lust mehr! Oh, oh je! Jemand hat den Boss aus der Blase befreit! Oh. Oh. Ihr Verräter werdet für euren Ungehorsam bezahlen. Wie es hier aussieht, ihr werdet ihn sauber machen mit euren Zungen. Mich nicht an. Ich spreche nicht mehr mit dir. Oh, Prinzessin, was soll das? Was das soll? Wir hätten den Triforce haben können. Einfach mitnehmen. Aber nein, du musstest ja noch Blödsinn machen. Wie immer. Ich weiß, es war mein Fehler. Dazu kann ich nur eins sagen und ich meine es wirklich ernst. Und das wäre? Es tut mir schrecklich leid, Prinzessin. Oh. Na egal.
Dafür habe ich immer noch meinen Job. Dann Link und Zelda! Und weiter. Naja, ich bin da gelegen und dann plötzlich hörte ich am Fenster diesen Knall. Mein Gott, du erzählst zum ersten Mal eine wahre Geschichte. Hey, eine Nachricht. Darauf steht, Prinzessin Zelda, ergebt euch oder wir zerstören alles. Unterzeichnet die Bruderschaft der Unterweltmonster. Link, sieh dir das mal an. Oh, oh, Prinzessin? Das sieht mir ganz nach einem harten Arbeitstag aus. Ganons Monster haben die Burg umstellt. Aber wo ist Ganon? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Ich habe das Gefühl, dass Ganon auch in Problemen steckt. Au, au, verdammt, ich falle immer noch weiter. Keine meiner Zauberkräfte kann diese Blase durchdringen. Aber vielleicht, das ist es. Meine Zauberkraft wirkt immer noch innerhalb dieser Blase. Ich mache einen Ballon, der mich wieder nach oben trägt. Ja! Ja! Es funktioniert! Ich steige wieder auf! Und bald werde ich Rache nehmen! Okay, ihr hört auf mein Signal, verstanden? Wir gehen hin, brechen das Schlosstor auf, wenn ich dieses Signal gebe! Nein! Warte! Es ist zu früh! Nicht jetzt! So wartet doch, hört ihr nicht! Anhalten! Ihr idiotischen Schwachköpfe! Warte, Link! Wir brauchen keinen Helden, um diesen Angriff abzuwehren. Wir brauchen selbst dich nicht dazu. Hä? Was soll das schon wieder heißen, Prinzessin? Sieh doch mal da drüben! Wir zeigen Ihnen, dass wir es ernst meinen. Macht euch fertig, das Schloss zu beschießen! Aha, meine Oktobomber werden es Ihnen besorgen! Feuer frei! Verdammt! Ich komme hier nicht raus! Lass mich raus! Du wirst dafür bezahlen, du Verräter! Vergiss es, Boss! Wir übernehmen den Laden! Und du fliegst raus! Nein, nein! Nicht in den Helden! Nein! Ich weg! Ihr könnt rauskommen! Ja! Es liegt jetzt an uns. Wir müssen genau planen. Hier, halt mal. Und lass es nicht fallen, kapiert? Nicht was? Fallen lassen! Naja, wenn er unbedingt meint. Hm? Oh nein! Jetzt weiß ich, was Ganon an uns Moblins hat! Verdammt! Wenn ich diese Verräter erwische, was haben sie nur vor? Unser Gefängnis. Es gehört ab vor von uns. Nehmt es und bringt es an einen anderen Ort. Sieh, wir haben gesiegt. Die
Seite? Naja, ich bin da gelegen und dann plötzlich hörte ich am Fenster diesen Knall. Mein Gott, du erzählst zum ersten Mal eine wahre Geschichte. Hey, eine Nachricht. Darauf steht, Prinzessin Zelda, ergebt euch oder wir zerstören alles. Unterzeichnet die Bruderschaft der Unterweltmonster. Link, sieh dir das mal an. Oh oh, Prinzessin. Das sieht mir ganz nach einem harten Arbeitstag. Beutestab ist endlich einsatzbereit. Ich werde ihn gleich mal testen. Nun, wer meldet sich freiwillig, um mir beim Testen meiner neuesten Erfindung zu helfen? Ganz wie ihr wollt, dann bist du der Freiwillige. Es funktioniert total unangreifbar durch Zauberei und absolut unzerstörbar. Erstaunlich, Meister, ist die Blase tatsächlich absolut unzerstörbar. Mit einer Ausnahme. Der Triforce der Macht. Das ist genau das Richtige, um Zelda einzufangen. Und kein Zauber außer meinem kann sie befreien. Ich stelle fest, mein Plan ist perfekt. Denkst du, Gardon? Wir können auf deine Pläne verzichten. Und jetzt haben wir dich. Das wirst du bereuen! Verdammt! Verdammt! Ich komme hier nicht raus! Lass mich raus! Du wirst dafür bezahlen, du Verräter! Vergiss es, Boss! Wir übernehmen den Laden! Und du? Raus! Nein, nein, nicht in den Höllenstund! Nein! Er ist weg! Ihr könnt rauskommen! Ja! Es liegt jetzt an uns! Wir müssen genau planen! Hier, einmal! Und lass es nicht fallen, kapiert? Nicht was? Fallen lassen! Naja, wenn er unbedingt meint. Hm? Oh nein, jetzt weiß ich, was Ganon an uns Moblins hat! Verdammt! Wenn ich diese Verräter erwische, was haben sie nur vor? Junge, bin ich heute gut. Es war nicht unser Fehler. Sie haben uns behindert. Die dummen, blöden Goraya standen überall nur rum. Ja, so war es. Sie behinderten uns, sprangen durchs Fenster direkt auf uns drauf. Eure Dummheit und Unfähigkeit, einen Plan
durchzuführen. Das war nicht fair. Das war sein dummer Plan. Stimmt, das war sein Plan. Wir hätten uns stattdessen von unten rauf sein können. Ja, wir haben keine Chance. Danon ist der Boss. Wir müssen seinen Befehlen gehorchen, oder? Warum? Wir können das viel besser. Wir schmeißen ihn raus. Ja, gute Idee. Und ich weiß auch genau, wie wir das machen. Kommt mal her. Endlich einsatzbereit. Ich werde ihn gleich mal testen. Nun, wer meldet sich freiwillig, um mir beim Testen meiner neuesten Erfindung zu helfen? Ganz wie ihr wollt, dann bist du der Freiwillige. Es funktioniert total. Unangreifbar durch Zauberei und absolut unzerstörbar. Erstaunlich, Meister, ist die Blase tatsächlich absolut unzerstörbar. Mit einer Ausnahme. Der Triforce der Macht. Das ist genau das Richtige, um